Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Es handelt sich um nichts Geringeres wie Resident Evil, der Director's Cut für die PlayStation 1. Ja, damit hat alles begonnen, zumindest für mich und auch für die Resident Evil Serie. Mein allererstes Horrorspiel war das damals. Hab's fast zum Release gespielt. Naja, ich erzähl später noch eine Story dazu. Wir wollen beginnen, und zwar ein neues Spiel. Und wir werden, ja, wir werden den Standard nehmen, weil der Standard wird wohl der normale Schwierigkeitsgrad sein, denke ich doch mal. Resident Evil. Und nun kommt erstmal die Charakterwahl. Ich habe ja bereits das Remake gespielt. Das sieht deutlich geiler aus, muss man natürlich sagen, auf dem GameCube damals. Es war eins meiner ersten Let's Play-Projekte. Damals hatten wir Chris Redfield gespielt und genau aus dem Grund nehmen wir jetzt natürlich jemand anderen, nämlich Jill Valentine. Ach, auf dem Foto sieht sie so gut aus und ja, es ist ein echtes Foto, genauso wie die, wie der trashige Trailer, der jetzt kommt. Er ist episch, man muss ihn mal gesehen haben. Tut's euch zu, tut's euch an. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. Found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Chris Redfield.
Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Ja, ich liebe ihn einfach, diesen trashigen Trailer. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen, wo sie sich sicher glaubten. Doch. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Ja, Chris Redfield ist verschwunden. Und wir spielen ja jetzt Jill Valentine und machen uns auf die Suche nach ihm. A dining room. Ja, ein Esszimmer. Da sind wir nun. Ja, das ist die Director's Cut ist, das hat man schon an dem Trailer gemerkt. Das war nämlich richtig ungeschnitten. Das wusste ich so auch nicht mehr. Ich habe den geschnittenen Trash-Trailer deutlich besser in Erinnerung. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen warm spielen. Es ist schon eine gute Weile her, dass ich das selbst gespielt habe. Ach, wo ist denn mein Inventar? Es kann sein, dass wir aber ansonsten von dem Director's Cut nichts mitbekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nämlich so, da müssten wir eigentlich den fortgeschrittenen Modus spielen. Das sind dann ein paar Spielelemente anders. Aber ganz ehrlich, ich bin schon mutig genug, dass ich überhaupt den normalen Schwierigkeitsgrad spiele, denn selbst der hat es bereits in sich. Aber dafür spielen wir Chill. Und Chill hat es ja ein bisschen einfacher. Mensch, Uhr, du bist ganz schön laut, weißt du das? Eine verstaubt aussehende Uhr aus Großvaters Zeiten. Schön. Sagst du auch was zu dem Bild? Das Bildnis einer Frau. Ja, wir werden uns Zeit lassen. Ich kenne das Spiel zwar noch relativ gut und könnt hier auch deutlich schneller spielen, aber ihr kennt mich. Ich bin da mehr auf Atmo aus und... What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Jo, hoffen wir es mal. Was haben wir denn hier? Ein Emblem. Okay, das können wir mitnehmen. Ja, Resident Evil 1 war mein allererstes Spiel. Und ja, ich weiß, die Grafik ist für die jüngeren Zuschauer vielleicht nicht gerade... angenehm, beziehungsweise, ja, es sieht alt aus, aber wartet mal ab, Leute, Silent Hill 1 sieht auch noch schlimmer aus, weil das, was man dem Spiel hier zugutehalten muss, ein hübsches Landschaftsbild, sind diese eigentlich recht gut gerenderten Hintergründe, die zum Glück nicht altern. Also die Hintergründe sehen ja geil aus, nur die Figuren sind halt so unglaublich pixelig. Na gut, dann werden wir mal weiter gucken, ob wir denn noch was finden. Okay. Ein langer Gang. Gehen wir erstmal hier hin. Man hört nichts. Ja, hallo. Hübscher.
Ja, das ist ein Zombie, der erste Zombie, dem man im Spiel begegnet. Wir könnten ihn eigentlich töten, aber wir machen einer auf Hasenfuß und rennen weg. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Okay, dann werden wir das noch schnell Wesker sagen, was da abging. Kann ich mir die Leiche angucken? Ja, Leute, klassische Zombies. So habe ich sie am liebsten. Langsam und gruselig. Da reicht's schon einer und der macht Angst. Und keine 20. Naja, wir gehen mal schnell zu Wesker. Sagen ihm, was wir da Tolles erledigt haben. Ja, das klassische Laden zwischen den Türen. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Jo, was willst du dich jetzt in der Halle umgucken? Hier ist doch nichts außer eine alte Schreibmaschine. Es ist keine Zeit, das zu überprüfen. Okay, wir müssen Wesker suchen. Wesker, wo bist du? Das sieht ein bisschen seltsam aus, die Sicht. Okay. Ja, aber glaub mir, Leute, man gewöhnt sich an das Aussehen des Spiels. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Ja, und somit sind wir auf uns alleine gestellt. So, wir haben einen Dietrich bekommen. Den wir hier aber gar nicht sehen. Das wundert mich gerade ein bisschen. Okay. Das ist praktisch. Damit können wir echt so kleinere Schlösser immer knacken. Chris musste an der Stelle immer kleine Schlüssel finden. Chris im Übrigen hat auch nur 6 Charakterslots. Ja, Chris ist eine arme Sau in Resident Evil 1. Aber die Frau, man kennt sie ja, die kann ein bisschen mehr tragen. Gut, ja. Das ist ein klassisches Horror-Survival-Game, Leute, und deswegen Munition sparen. Ich habe jetzt nicht aus Angst, bin ich zurückgelaufen. Ich wusste das natürlich noch mit Barry, dass der da ein bisschen aushilft. Ja, er hat zwar gesagt, ich soll die andere Tür checken, aber mein Gott, ich will jetzt da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Das entscheidet immer noch ich, Barry, mich jetzt schon alleine lässt. Ist ja sowieso das Dümmste, was man machen kann, oder? Sich zu trennen in so einem Haus, ey. Aber gut, es soll ja spannend bleiben. Alles andere wäre ja nicht so prickelnd. Sagst du noch was dazu? Nein. Ja, die Zombie-Leichen verschwinden. Das ist ganz normal. Glaube ich zumindest, ja. Ja, dieses Spiel wird es ab Montag dann regelmäßig geben. Jeden zweiten Tag. So circa 25 Minuten. So, ich wollte mir mal den Typ angucken, an dem du geknappert hast. Das ist Kenneth vom Bravo-Team, der Stars. Er ist kaum noch zu erkennen. Das ist schlecht, da hinten liegt sein Kopf. Ja. Es sieht aus wie ein Bild von diesem Herrenhaus. Draußen ist es verdächtig still.
ja, es ist, man kann sich da wirklich schön die Zeit nehmen, kann sich alles in Ruhe angucken, kann die Atmo auf sich wirken lassen und glaubt mir, Leute, dann macht das dieses alte Aussehen auch überhaupt nichts mehr aus mit der Zeit. Aber was rede ich denn? So, die älteren Veteranen, denen stört das eh nicht und ihr guckt ja auch so Zeug wie Silent Hill und Metal Gear, von daher, ihr seid ja sowas schon des Öfteren von mir gewohnt. Sie ist von innen verriegelt. Okay. So, wollen wir uns mal weiter umgucken? Sie ist von innen verriegelt. Sie haben dies gerade benutzt. Dumm-dumm geschossen. Ja. Dumm-dumm geschossen. Dumm-dumm. Dumm-dumm, makum-gum. Nein. Ich weiß nicht, sie hätten auch einfach Dietrich schreiben können, aber gut, es ist halt ein dumm-dumm Geschoss. Jemand hier? Man hört mal nichts, aber das ist fast noch bedrohlicher, wenn man gar nichts hört. Weil das Spiel lebt von Schreckeffekten. Ich kann es euch ja mal erzählen, das war mein erstes Horrorspiel. Ich weiß noch genau, ich wusste gar nichts von Horrorspielen und so und von Resident Evil. Das sagt, ich habe nur Rollenspiele damals gezockt und auf einmal kam mein Vater, der hat mir das Spiel gekauft. Auf dem Flohmarkt hat das geholt. Hat so zu dem Kerl gemeint, ja, er hätte gern das für seinen Sohnemann, hätte er gern das brutalste Spiel, was sie haben. Und dann so unter der Thekenlage, weil ich weiß gar nicht, ist der Director's Cut indiziert? Ich weiß es nicht genau. Teil 2 ist es ja. Das wird mich auch nicht hindern, es zu spielen. Bei dem 1er Director's Cut bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass der indiziert ist. Das kann ich nicht weiter schieben. Der Vorteil an so an solche gerenderten Hintergründe ist, dass die Objekte, mit denen man was anfangen kann, dass die sofort ins Auge fallen irgendwie. So, dann schieben wir es mal so rum. Da ist bestimmt was für uns. Was haben wir denn da? Was sind das? Noten. Super. Ich habe Noten gefunden. Toll. Finde ich ja schick. Was wollte ich sagen? Ach ja. Dann hat er Resident Evil 1 bekommen und ich war erst sehr abgeneigt. Ich meine, wer das Cover kennt von Resident Evil, ich habe gedacht, oh Gott, was ist das für eine Kriegsscheiße. Hab's halt mal gespielt und auf einmal, ich hatte ja so Schiss in der Buchse, Leute. Ich kann's euch gar nicht sagen, wie mich das Spiel aufgeregt hat, weil es mein erstes Mal und oh Gott, nervlich war das unglaublich anstrengend. Ein großer Konzertflügel. Ja Mensch, dann wollen wir doch mal unsere grauen Zellen benutzen. Die Noten damit benutzen. Das ist die Mondscheinsonate. Geheimgang gefunden, chill. Ja, ich kann euch immer so ein paar Hinweise sagen, was bei Chris so abgeht, weil den werden wir eh nicht spielen, beziehungsweise wer sich für die Chris-Variante interessiert, der kann sich ja mal das Remake angucken, wobei das natürlich grob doch relativ anders ist hier und da. Was haben wir denn da? Ein Gold-Emblem. Schön, jetzt haben wir schon 2. Oh. Das ist nicht gut. Wir sind eingesperrt, aber... Ja, Resident Evil Rätsel. Jeder kann sich denken, was wir jetzt machen. Wahrscheinlich werden wir das Gold-Emblem für irgendetwas brauchen. Wir setzen einfach dieses Emblem dafür ein. Toll, ne? Haben wir super gemacht. Jetzt haben wir ein Gold-Emblem. Können damit raus rumrennen. Ja, Chris hätte an der Stelle... Der kann nicht Klavier spielen. Der braucht da seine Begleiterin. Rebecca Chambers. Die werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht kennenlernen in diesem Durchgang. Wer die Dame kennenlernen will, da kann ja mal mein Let's Play von dem Remake oder auch bei Resident Evil Zero reingucken. Habe ich ja beides schon gemacht. Ja, wir als Jill haben dafür unseren Barry. Den ich auch gerne als Chuck Norris vergleiche. Er ist so der Chuck Norris unter dem Resident Evil, finde ich. Ich mag ihn. Barry ist eine coole Sau. Das werdet ihr auch noch merken. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Hinterlasst mir Feedback. Wir werden hier deutlich mehr Atmo haben wie in Teil 5. So viel kann ich euch versprechen. Es ist einfach der Anfang, Leute. Und den muss man würdigen. So, wir könnten ja mal das Gold-Emblem da reinmachen und gucken, ob was passiert. Dann haben wir vielleicht schon unser erstes kleines Mini-Rätsel gelöst und können den Part eventuell auch schon beenden. Nutzen. Aha. Oh. 3 Uhr. Ja, das war im Remake auch anders. Da musste man so ein ganz komisches Rätsel lösen.
Hier war das alles ein bisschen einfacher. Prinzipiell ist das Spiel auch ziemlich kurz, vor allem wenn man sich auskennt. Ich behaupte einfach mal, dass ich mich auskenne. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ein Herrenhausschlüssel. Das Einzige, wo ich halt die Gefahr drin sehe, ist Schwierigkeitsgrad. Weil, Leute. Easy ist zu leicht und normal ist meines Erachtens ein Tick zu schwer. Was heißt zu schwer? Es ist eine Muni-Armut, es ist eine Heilungs... Ne, Heilung geht eigentlich, aber mit der Muni werde ich noch Probleme haben. Ich weiß, ich pinse schon jetzt schon wieder so viel rum. Dabei haben wir erst noch nicht mal eine Zombie gekillt. Aus eigener Kraft. Ich finde das einfach so geil übrigens, wie die sich mit diesen Zombies hier zurückhalten. Dass die Rätselkomponente, die Adventure-Komponente noch so wichtig einfach ist. Das finde ich super. Ja, warum habe ich den Schlüssel gerade im Prüfmodus? Ich kann das jetzt so im 3D-Modus ein bisschen drehen und schaut mal. Ein Schild ist eingraviert. Schön. Und jetzt ist es auf einmal der Schildschlüssel. Das ist gut zu wissen. Ich sag euch das einfach schon mal vorne weg. Wie komme ich denn jetzt da raus? Ach so, mit Dreieck. Okay. Es wird hier viele verschlossene Türen geben, in denen Symbole eingraviert sind. Und jetzt können wir fortan alle Türen aufmachen, wo eben so, so eine Schildgravur drin ist. Das ist doch praktisch, ne? So, dann sind wir wieder hier. Und ich würde sagen, ich bin dann das nächste Mal dann ganz brav und nette und gehe dahin, wo ich eigentlich hin sollte. Ja, dann werden wir jetzt erstmal speichern, denn Schreibmaschinen bedeuten Save Points. Na komm, chill. So, aber ganz wichtig, Farbänder. Wir können nur begrenzt speichern. Wir haben hier 3 Stück bekommen. Das sind alles so Kleinigkeiten. Im leichten Schwierigkeitsgrad würden wir es gleich 6 bekommen. Doppelte Munition, was weiß ich nicht alles. Das mit dem Speichern ist fies für ein Let's Play. Ich werde hier immer am Stück spielen müssen, bis ich speichern will. Das heißt, es kann mal passieren, dass ich 1, 2 oder sogar 3 Folgen im Voraus aufnehme. Ist unvermeidlich, ich muss sparen. So, wir speichern jetzt erstmal. Ich hoffe, ich habe das auf der... Ich spiele übrigens wieder auf der PlayStation 3 das Ganze. Ja, ich habe schon alles gerichtet. Wunderbar. Chill. Haben wir das erste Mal gespeichert. Wahnsinn. Ja, sorry für all diejenigen, die sich mehr gerne den Director's Cut gesehen haben. Das sind so ein paar Screens anders, ein paar Dinge passieren anders. Aber wie gesagt, ich will das Spiel ja durchschaffen. Ich kann euch Kollege Slayer from Beyond empfehlen. Der hat das Ganze durchgerockt auf dem harten Level. Hier jedoch werden wir es normal irgendwie durchkriegen und die Atmo genießen. Und bevor ich jetzt den Part beende... Vielleicht fragt ihr euch, mein Gott, scheiß doch auf Chris. Ey, Mädel, verlass das Haus. Tu's dir nicht an, du willst das alles gar nicht. Wir gehen einfach. Ja, das können wir machen. Das können wir echt machen. Oder halt auch nicht. Wenn wir es nochmal probieren... Es ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Okay, ich glaube, im Remake war es so, wenn man es nochmal probiert, dann kommen die Hunde rein, man muss kämpfen. Oder es war im Director's Cut so, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war's für die erste Folge. Das nächste Mal gehen wir dann in den rechten Hausflügel, schauen uns dort ein bisschen weiter um. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ab Montag geht's los und dann jeden zweiten Tag. Viel Spaß. Ich bin John McLeod und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Resident Evil.